Willkommen zu einem neuen Let's Play, nämlich zu Donkey Kong Country Returns zum gelben 3DS. Ja, und ich versuche den Part jetzt schon zum vierten Mal aufzunehmen. Ich hoffe, es ist jetzt ohne Lags. Es wird wahrscheinlich ohne Lags sein, ich weiß, aber wenigstens der Großteil. So, also warum? Erstmal die Frage, warum? Warum spiele ich Vollidiot bloß die 3DS? Warum sagen mich schon viele? Oder. Na gut, das sehen wahrscheinlich niemand, die so wieder, aber egal. Nämlich auf dem Grund, hier gibt es eine neunte Welt und ich weiß tatsächlich nicht, ob man dafür die Puzzleteile sammeln muss oder nicht, denn wir werden sie nicht sammeln, wir werden nur K und NG und K-Level machen und Goldener Tempel. Ah, graue ich mich schon vor. Ja. Gut, ich habe jetzt hier schon Spiel schon angefangen. Ich weiß nicht, ob man denn die Story noch sieht. Ich lösche ihn lieber zur Sicherheit. Ja, machen wir etwas, so egal. Ist ja nichts viel passiert. So, und, wir werden nämlich den neuen Modus spielen, weil ich bin kacke in dem Spiel und ich werde wahrscheinlich am Ende verzweifeln. Ich werde verzweifeln. Oh Gott. Es wird nicht. Das Spiel ist nicht blind, tatsächlich. Es ist nicht blind. Zumindest bis zur sechsten Welt ist es nicht blind. Danach. Weiß ich nicht mehr, ist halt schon ein bisschen länger her. Kalle werden furchtbar, vierte Welt wird... Da, oh Gott, hab ich schon Albträume. Aber wir werden es versuchen. Keine Ahnung, vielleicht noch eine kleine Geschichte. Eigentlich wollte ich Yoshi's Crafted World spielen, habe ich die Demo gespielt. Ich finde es kotzlangweilig, deswegen habe ich jetzt Bock auf Returns. Wir spielen das jetzt einfach. Hätte ich doch die Wii-Version spielen sollen. Weil ich merke, dass es mit dem 3DS oft so furchtbar ist, weil ja... Dieses Kabel, was dann verbindet, ich habe da ein bisschen Angst, dass es immer auseinanderbricht, dann laggt es meistens und das Mikro ist hier vor. Aber wird schon werden. Okay, fangen wir einfach an mit der geilen Story, mit der geilen Return-Story und unter Bildschirm steht nichts Besonderes drauf, deswegen wird auch nicht gezeigt. Ja, weil ich auch jetzt keinen Bock hatte, so ein Layout zu machen, weil keine Ahnung, ich hasse es einfach. Layouts für 3DS zu machen. Gucken wir uns die Story an. So, es hat wahrscheinlich gelaggt, weil ich schon wieder Konierung überlasse. Das geht mir so auf die Nerven. Mein PC ist scheiße. Ich tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. So, ich habe wirklich keine Ahnung. Es macht mich immer traurig. Es macht meine Laune immer runter. Gut. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht wieder. Ich weiß nicht, was mit dem Dings, mit dem PC los ist. Vor allem, ja, es ist schon wieder da. Ey, das ist doch alles zum Kotzen, ey. Das macht doch echt keinen Spaß mehr.
So, und deswegen kamen halt die meisten Videos jetzt nicht deswegen, weil das einfach nie die Scheiße funktioniert. Ach du großer Gott, ist das. Muss man ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Ach du großer, ich glaube, das wird relativ furchtbar. Jetzt geht doch mal diese Kodierung, Alter. Ich habe schon alles runter gemacht, was geht. Es sieht schon wie Müll aus. Ja, es reicht doch wohl langsam. Ich verstehe unbedingt, das geht. Ja. Gut, davon lassen wir uns jetzt nicht beirren. Es kommt wahrscheinlich nochmal wieder. Gott, hätte ich doch die Wii-Version spielen sollen. Weil es ist tatsächlich ein bisschen furchtbar, das zu spielen. Aber ja, es wird schon werden. Es ist schon wieder da. Ganz geil. Vielleicht soll ich mich einfach nicht aufregen darüber. Aber ja. So, vielleicht fragen sich auch welche. Wie nehme ich das auf? Gute Frage. Wie nehme ich das auf? Bin ich einfach auf dem Emulator? Nein, ich habe eine 3DS Capture Card. Was? Ja. Gut, ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ach du großer Gott, mit L und R, wie soll ich das denn machen? Das ist ja. Komme ich gegen das Kabel und dann, ja, wird wahrscheinlich ein bisschen problematisch werden, aber ja, gut. Ich freue mich tatsächlich auf das Let's Play. Ich habe mega Bock auf das Spiel. Es wird wahrscheinlich Verzweiflung, Game Over und alles wird es geben. Vielleicht breche ich es einfach auch ab. Es kann gut möglich sein. Ich weiß nicht. Ich breche es einfach beim Goldenen Tempel ab. Wenn ich das bis dahin kommen sollte. Aber ich bin ein bisschen zuversichtlich. Das ist das, ich glaube, das ist so das Problem sind ein paar. Also hier mit Dings. Oh, ich glaube, das ist ja das Schlimmste. Geh da hoch. So, ja. Stehen. Also Puzzleteile werden wir nicht holen. Das ist, glaube ich, habe ich jetzt zwar schon gesagt. Ja. Werden wir nicht. Und Mann, ey. Ja, klar, ja. Gut. Habe ich dazu noch was mehr zu sagen? Ich weiß tatsächlich nicht. Und hier ist schon das Ziel. Mega geil. So. Ja. Geil. So, hier die Overworld. Also ich weiß nicht. Sieht der 3D, ich glaube, der 3D ist das so auf GameCube-Niveau, oder? Ist das so? Oder sieht das. Oder sieht pixeliger aus als auf der Wii. Also, na gut, nee, eigentlich nicht. Oh Gott, ich muss das. Oh nein, wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Das stört. Nein, ich habe doch. Hä? Diese Passagen werden wahrscheinlich mega anstrengend sein. Das, oh Gott, das sind die K-Level, da muss man das ganze Zeit so machen und perfekt. Oh Gott, nein, das wird furchtbar. Das wird furchtbar. Ja. Eigentlich hätte ich das Spiel. Also ich mag's, ich bin ja ein Mensch, ich mag's unfassbar gerne. Spiele ohne Fernseher zu spielen. Deswegen ist die Switch auch eine tolle Konsole. Und ich mag ganz gerne Handhelds, weil ich dafür keinen Fernseher brauche. Und das Gamepad, das war halt die beste Funktion. Dass man für manche Spiele tatsächlich nur keinen Fernseher brauchte. Das hat ganz, hat, ja, war schon mega cool. Und es ist nicht schlimm, dass es nicht cool aussieht. So. Und natürlich möchte ich natürlich auch Donkey Kong Country Returns ohne Fernseher spielen. Das finde ich immer angenehm, wenn ich irgendwo liegen kann. Einfach, ja. Mag ich immer sehr. So. Aber was sie natürlich gemacht haben, ist nur Tropical Freeze auf die Switch zu bringen. Und ich bin nicht falsch, Tropical Freeze ist ein tolles Spiel. Doch mir gefällt Returns besser. Und da hätte ich mich mehr drüber gefreut. Wirklich mehr drüber gefreut. Alter. Hallo, geh doch da hoch. Bist du blöd dafür? Hätte ich mich mehr darüber gefreut. Alter, hätte's Returns für die Switch gegeben. Boah, das wäre wirklich mega, mega cool. Alter, aber naja. Dann mit dem Funky-Modus meinetwegen. Den hätte ich sogar genutzt. Ich hab. Na gut, nee, oder? Ich hab. Ne? Ja, ich hab Virtual Gefühl so im Funky-Modus gespielt. Da merkt man, wie man mich halt
glaube ich, wohl einschätzen kann. Ich möchte mich wirklich Entschuldigung für die entstehenden Lecks manchmal. Ich muss gucken, ob ich da vielleicht noch was ändern kann. Wahrscheinlich nicht. Es wird wahrscheinlich für immer so bleiben. So, das deprimiert mich. Das ist es. Was mich halt aufgeregt hat, der letzte Mario Part, den ich jetzt aufgenommen habe, den kann ich nicht hochladen, weil ich habe, der war wirklich so furchtbar gewesen. Hat er richtig schlechte Laune gehabt. Und alleine aus dem Grund, dass diese immer da steht. Vielleicht sollte ich mir mal was anderes aus OBS holen. Aber ich weiß nicht, es gibt halt, der andere misst sich halt alles so scheiße und der Rest ist halt wirklich nicht besser. Also da finde ich halt das finde ich halt OBS halt am freundlichsten. Also XSplit habe ich eine Zeit lang genutzt und das ging in einer Zeit auch nicht mehr. Oh fuck. Fuck! Ja, aber das ging nach einer Zeit auch nicht mehr wirklich. XSplit. Ja, muss ich gucken. Es macht mich halt ein bisschen traurig. Bin halt jetzt froh. Also, was war jetzt? Ich hab's vergessen. Hab's tatsächlich vergessen. So viel Münzen, ich hab 9 und glaube, so ein Ding kostet 15. Deshalb müssen wir, glaube ich, ein paar Münzen sammeln und den Schlüssel dann zu holen. So über 100% KNG habe ich schon gesagt, hoffe ich. Denn jetzt hier nochmal. Aber ich hab mega Bock, Alter. Das glaubt man gar nicht, wie Bock ich auf das Spiel habe. Ich habe mich tatsächlich schon gefreut drauf. Ja. So. Aber ich muss mich wahrscheinlich ein bisschen dran gewöhnen mit dem 3DS. Ich hoffe mal nach ein paar geht das schon. Aber das ist, was man mit L und R greifen muss. Nervt mich tatsächlich ein bisschen. Aber vielleicht gibt es ja in den Optionen eine Einstellung, wo man es vielleicht ändern kann. Aber eigentlich, na gut, ist wahrscheinlich nicht. Oh, ich hatte glaube ich schon mal. Ah ja, jetzt weiß ich, mich das mega aufgeregt hat. Scheiße, ist ein Mario Part, der halt nur aus Lecks bestanden. Nur! Oh nein, mein 3DS ist leer. Scheiße. Das letzte Level dann. Ich stelle mich aber auch doof an, ey. Ich weiß nicht. Das sieht vielleicht mit Absicht aus, aber tatsächlich. Na gut, vielleicht ist es auch mit Absicht. Nein, eigentlich nicht. Das ist nicht mit Absicht. Ich stelle mich nicht mit absichtlich blöd an. Gab es hier Rambi? Irgendwo gab es Rambi. Dankeschön, dass du nicht springst, richtig? Ja, hier gibt's Rambi. Yay, Rambi. Nein. Scheiße. Ja, gut. Hab ich noch was zu erzählen? Eigentlich nicht großartig. Ich glaube, ich finde Rambi-Steuerung ein bisschen furchtbar. Ich weiß nicht. Ich glaube, mit der Meinung werde ich auf der Straße verprügelt, aber so geil finde ich Rambi. Nein! Aus dem Grund finde ich Rambi nicht so geil, weil, weiß ich nicht, ich kann mit dem nicht umgehen. Für diese Meinung werde ich wahrscheinlich auf der Straße verprügelt. Wahrscheinlich. Jetzt habe ich nicht mal Diddy, mein Gott. So, und jetzt, ja, das ist doof. Oh mein Gott, es laggt wahrscheinlich. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es laggt. Vielleicht habe ich auch Glück und es laggt tatsächlich nicht. Oh. Ich hasse Rambi, ich hasse ihn. Das ist mir jetzt. Wird mir gerade echt klar, dass ich eigentlich ihn hasse. Ich finde tierische Helfer generell ein bisschen nervig. Gott. Ich weiß nicht, ich glaube. Nein, ich wollte nicht den Bonus. Bin ich da eigentlich allein mit der Meinung? Naja. Hab ich alles schon? Nee, hab ich nicht. Das geht noch. Ach so. Ja, toll.
Ach ja. Gott. Gut. Dann haben wir es geschafft. Fuck, wie viele Münzen habe ich denn jetzt? Habe ich genug? Wahrscheinlich nicht. Ich kann ja mal ganz schnell nachgucken. Also schön, dass man hier halt mehr kaufen kann. Das wird mir halt vieles vereinfachen. Vor allem der Schutz. Dings. Und dass man die einfach so kaufen kann. Das ist manchmal schon angenehmer. Oh, der kostet nur 10. Oh, ich flipp aus. Der kostet mehr. Gut. Aber dann würde ich sagen, weil der 3DS tatsächlich leer ist. War es das für den Part? Entschuldigung, wenn es geleckt hat. Das regt mich nur auf, aber gut. Tschüss, hab ich lieb. Bye.